Servus Leute, willkommen zurück zu Castlevania 2 Simon's Quest. Ich muss jetzt erstmal Soundeinstellung hier und erstmal gucken, wo ich überhaupt nochmal lang muss. Ich klinge ein bisschen fertig, was ich auch bin, denn gestern gab's bei uns Knacker zum Essen, also Knackwürste mit Kartoffelkroketten. Mega lecker, liebe ich total. Nur im Gegensatz zu normalerweise hat meine Mutter jetzt nicht... Also normalerweise legt sie zwischen den Knackern, also die packt sie mal in so eine Schüssel rein, wenn die fertigen Knacker, und normalerweise packt sie mal zwischen den Knackern Küchenrolle, damit die eben nicht so fettig sind. Keine Ahnung, wo ich gerade lang gehe. Wie ging das? Genau so. Damit eben... Also, ja, Sonne geht auf und die Dämonen und so weiter verschwinden. Ja, damit die eben nicht so fettig sind und dergleichen. Nur, dieses Mal war das nicht der Fall. Und die waren total fettig und ölig und alles. Und ich dachte mir so, hey, geil. Aber da ich Hunger hatte, habe ich natürlich trotzdem gegessen. Und hab's in der Nacht dann auch bereut, weil mir ging's dann echt dreckig. Ich glaube, hier war ich schon mal und kam nicht weiter. Weil, wenn ich zu fettige Dinge esse, dann geht's mir nachts richtig schlecht. Also, mit schlecht meine ich, es kommt wieder hoch, also... Fast. Beziehungsweise, wenn ich nichts dagegen unternehme, dann kommt's wieder hoch. Ich will das Thema jetzt nicht breit treten, weil das Thema ist eigentlich meine größte Schwäche und... Ja... Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und damit das eben nicht passiert, habe ich ja Kreislauftropfen. EVTIL heißen die, glaube ich. Das sind eigentlich die Kreislauftropfen meiner Mutter, aber die helfen mir auch ganz gut. Und vor allem im Sommer brauche ich sie, weil im Sommer wegen Kreislaufproblemen und Hitze und dergleichen. Und naja... Habe ich sie immer als Reserve. Ich habe sie auch während der Arbeit immer als Reserve dabei, in meiner Arbeitsjacke. Und ja, es ist so heiß, dass ich keine Jacke brauche, aber ich habe die Jacke trotzdem immer dabei, weil da viele Dinge drin sind. Das sind unter anderem mehrere Stifte, also ich glaube 3 Stifte sind es aktuell. Beziehungsweise einen habe ich noch in der Hosentasche, aber... Oder ich kann ja... dummes Auge. Kann ja mal sagen, was ich generell so bei mir trage, wenn da arbeite. Also in der Jackentasche sind 3 Stifte, ein Block, damit ich immer aufschreiben kann, was ich gearbeitet habe. Also sprich, wie viele Paletten ich gemacht habe oder für irgendwelche Notizen und so weiter. Also 3 Stifte, ein Block, dann Kreislauftropfen, ein Löffel. Dextro Energy, na, wie heißt das jetzt? Traubenzucker, genau. Also, ja, Dextro Energy, das ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Also Traubenzucker, beziehungsweise in der Traubenzuckerpackung auch ein paar Zuckerwürfel, eben damit das, mit die Kreislauftropfen gut wirken und schnell ins Blut gehen und dass es mir auch schnell gut geht, damit ich auch weiterarbeiten kann. Dann... was noch? Lass mich überlegen, was habe ich denn? Moment, rechte Seite. Und rechte Seite war der Block, die Stifte. Linke Seite ist
Genau, die Kreislauftropfen, der Löffel. Was ist denn in der linken kleinen Tasche? Ich hab die Jacke hier, Moment! Ja, ich weiß, das interessiert euch jetzt brennend und so, aber es ist mir scheißegal, weil mich interessiert's gerade. Vor allem ist das Ding auch ziemlich dreckig, aber mehr zu sein. Ist mir das egal, aber ich sollte es nicht fressen. So, hier haben wir den Block zum Sachen aufschreiben. Hier haben wir zwei Kugelschreiber und einen so einen Lackstift. Dann, also das war die rechte Seite, dann die linke Seite. Moment, oh Gott, wäre das Ding nicht so groß. So. Linke Seite. Die Kreislauftropfen, der Löffel. Und das muss ich wieder zumachen. Das ist in der linken Brusttasche, beziehungsweise in der rechten Brusttasche sind die Stifte. Und in der linken unteren Tasche ist genau der Traubenzucker, der jetzt gerade rausfällt. Verdammt. Geht zu, verdammt nochmal. Und was war das letzte Wort? Genau, meine Mutter hat mir nämlich einen Flaschenöffner mitgenommen, weil sie den irgendwo random gefunden hat. Und ja, Brauerei und so weiter. Und es gibt auch eine Methode. Hä? Zählt das während dem Start? Ach, egal. Es gibt auch eine Methode, irgendwie die Flaschen mit einem Feuerzeug zu öffnen oder so. Aber das einzige Feuerzeug, was ich habe, ist so ein Stabfeuerzeug. Vor allem ich, da ich nicht rauche, habe ein Feuerzeug. Schön, nicht wahr? Ja, das habe ich eigentlich nur, um Kerzen anzuzünden. Und ja, ich zünde hin und wieder bei mir Kerzen an. Auch Duftkerzen, also entweder normale Teelichter oder Duftkerzen. Habe ich ein paar davon. Was zum? Ja, oder was bist du? Okay. Ja. Jetzt habe ich komplett das Thema vergessen. Moment, wo bin ich hier stehen geblieben? Essen. Knacker, die waren zu fettig. Mir ist davon schlecht geworden. Die ganze Nacht lang. Moment, vielleicht sollte ich aus dem Dorf hier rausgehen. Moment, ich gehe rechts raus. Ja, jedenfalls ist mir ziemlich schlecht gewesen wegen diesen fettigen Würsteln. Und ja, hab dann Kreislauftropfen genommen. Allerdings ist das auch kein Allheilmittel. Die helfen nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also quasi nur bis hierhin und nicht weiter. Aber sie helfen ziemlich gut. Weil dieser Punkt ist echt großzügig gesetzt, sage ich mal. Moment, ich glaube, ich komme von hier. Oh, super. Na. Jedenfalls habe ich die genommen. Und normalerweise geht es mir nach einer Viertelstunde, also 15 Minuten, wer nicht weiß, was eine Viertelstunde ist. Weil es gibt tatsächlich Leute, die nicht wissen, was eine Viertelstunde bedeutet. Habe ich auch schon getroffen. Und da denke ich mir so, hä? Deswegen sage ich jetzt sicherheitshalber dazu 15 Minuten. Jedenfalls, nach 15 Minuten helfen die meistens und dann geht's mir zumindest wieder so gut, dass ich mich bewegen kann und nicht, dass ich irgendwie tot am Boden liege mit den Füßen auf dem Bett, weil Füße hochlegen und so, weil das hilft ja, wenn einem nicht gut ist. Und das mache ich auch immer. Und dann geht's mir meistens so dreckig, dass ich einfach nur sterben will. Und ja, das meine ich ernst. Mir geht's dann so, bei so einem Kreislauf nicht Zusammenbruch. Ich habe nicht aufgepasst, verdammt. Bei so einem Kreislaufzusammenbruch, oder ist ja kein wirklicher Zusammenbruch, ist eher eine Kreislaufschwäche, die ich da habe. Das sind die Grafikbugs da oben. Geht's mir meistens so dreckig, dass ich einfach nur sterben will.
Deswegen auch die Kreislauftropfen, die helfen gut und so. Und ja, die habe ich genommen. Dann bin ich gestern schlafen gegangen, bin aber um Mitternacht schon wieder aufgewacht. Nee, anders. Ich bin um mit... Unfaires Ding. Dann starte ich... Ja, das ist fair, wollte ich sagen, aber dann kommt diese Viecher aus dem Wasser. Wow! Über meinen Kopf hinweg. Ja, was ich sagen wollte, ich bin nicht um Mitternacht aufgewacht, sondern ich bin um Mitternacht schlafen gegangen, weil, oder eingeschlafen, sagen wir es mal so, weil schlafen gehen wollte ich früher, aber mir ging es so mies, dass ich nicht sofort eingeschlafen bin. Eingeschlafen bin ich dann ungefähr um Mitternacht. Ah, es ist schon wieder Morgensonne, toll, ich laber die ganze Nacht hier. Nur bin ich dann wieder so um etwa 2 Uhr morgens wieder aufgewacht und seitdem bin ich wach. Immer noch. Und ich war auch arbeiten in diesem Zustand. Da ging es eigentlich nicht ganz so gut. Deswegen habe ich überlegt, okay, zum Mittag sagst dem Chef Bescheid, gehst du nach Hause, erholst dich. Aber... Achso, das kenne ich schon. Aber es ist so ein Personalmangel und so viel Arbeit, dass ja, die Leute zählen auf mich, die verlassen sich auf mich und da konnte ich es dem Chef einfach nicht sagen. Deswegen... Oh, aua. Deswegen habe ich, so böse es auch klingen mag, in den sauren Apfel gebissen. Hab... Was zum... Ein Känguru? Ich kann es abwehren wegen dem Schild. Gut. Habe in den sauren Apfel gebissen und ja, da ich in der Arbeit ja auch Kreislauftropfen mit habe, aha, habe ich die genommen? Legt mich! Ihr Hunde! Habe ich die genommen? Ja. Und Moment, kann ich da durchgehen? Ja, gehen bin ich schneller. Hab sie genommen und dann ging es mir nach einer Zeit wieder gut. Dann konnte ich weiterarbeiten und dann... Ja, ah, du bist Charon, genau. Ja, und ich habe eben die ganze Nacht nicht gepennt. Ich bin immer noch wach und... Ja. Fahr doch los! Achso, sicher. Ich... bring dich an einen guten Ort. Oh, nee. Wehe, der springt jetzt. Nö, haut ab. Okay, ducken. Aha, ich hab gewusst. Also, ich hab's nicht gewusst, aber ich hab geahnt, dass der Typ wieder. Achso, er wartet schon wieder, okay. Dass der wieder abhaut. Jedenfalls. Ah, in der Stadt. Hab ich mich abgerackert. Das ist viel zu tun und der Chef ist. Sogar heute zu mir gekommen und meinte, ja, ja, Wolf, also er hat nicht Wolf gesagt, er hat schon meinen Namen gesagt, beziehungsweise meinen Spitznamen oder einen von zwei Spitznamen, weil mein Vorname hat einen Spitznamen und mein Nachname hat einen Spitznamen. Beide mag ich nicht, aber jeder nennt mich so, deswegen muss ich es akzeptieren. Meinte er so, ja, hast du am Samstag Zeit, weil vorn und hinten zu wenig Personal, wir haben mehr als genug zu tun und... Ich so, ja, kein Problem, weil was habe ich Samstag großartig zu erledigen. Deswegen fange ich samstags jetzt auch um 6 Uhr morgens an. Open End. Also er meinte so, ja, eventuell 3-4 Stunden, aber im Endeffekt ist Open End. Das heißt, wenn ich Pech habe, bin ich am Samstag von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends arbeiten. Aber ich bekomme dafür natürlich auch bezahlt, also ist ganz klar. Und außerdem mache ich das, weil... Die Leute da in der Firma sollen ja sehen, so prallt es dann mir ab, dass auf mich Verlass ist und dass ich den Job auch wirklich will und ich kann das Geld gut gebrauchen, eventuell für ein eigenes Haus, was ich unbedingt will und das steigert meine Chancen auf eine eventuelle Fixanstellung und nicht nur eine Leasingarbeit und so, aber naja, ich bin doch recht so dämlich. Naja.
Jedenfalls, so viel dazu. Oh, ihr seid stärker. Ist da Wasser? Ne, Gegner. Ich gehe mal da links weiter. Da ist Wasser. Wie viele Herzen habe ich eigentlich? 48. Und ich möchte die Parts hier von Castlevania 2... Oh, blups. Jetzt nicht so lang machen. Denn, ja, wegen dieser ganzen Stresssituation und so viel Arbeit und so wenig Personal und so weiter. Und weil ich auch Danganronpa und The Witcher 3 aufnehme. Ja, ich kann mich nicht um alles gleichzeitig kümmern. Deswegen versuche ich alles unter einem Hut zu bekommen. Aber wenn Castlevania 2 hier vorbei ist, dann, ja, ist sowieso das dritte Projekt erstmal auf Eis gelegt. Und dann kommen nur erstmal nur Danganronpa und The Witcher 3. So, ich mag die Parts hier jetzt aber kürzer, weil so ist es einfacher für mich, weil ihr wisst schon, Zeitdruck und so weiter. Das war Castlevania 2 Simon's Quest. Nichts erreicht, dafür viel gelabert. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!